Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist soweit, unser Zugpferd braucht ein bisschen Liebe und deswegen kommt Herr Lieber ins Spiel. Alter, ich komme fast von Ideen, ne? Bald bin ich am Rhein wieder, ne? Da fehlt nicht mehr viel bei den gebrauchten Autos. Frank kennt ihr aus den Videos, wo wir mit deinem Trecker ein bisschen... Genau, mit dem Renntrecker mal über den Acker gedüst sind. Über das Feld geballert sind. Das machen wir irgendwann auch nochmal. Heute ballern wir allerdings nicht mit dem Trecker über den Acker, auch nicht mit meinem Bus, sondern 450.000 Kilometer. Das heißt, der läuft einwandfrei, hat bis heute kaum Ölverbrauch. Man sieht nur, dass es ein bisschen schwitzig ist und es stinkt nach Kraftstoff. Also ich bin der Meinung, Turbolader technisch ist da irgendwo was, stinkt nach Kraftstoff, stinkt nach Diesel, verbrannten Diesel, weiß ich nicht, auf jeden Fall so ein bisschen ölig halt. Ne? Ja. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal einmal den Motor ziehen, beziehungsweise du, Frank, ist leidenschaftlicher Busschrauber. Korrekt, ne? So könnte man das sagen, ja. Frank hat eine Bühne frei, wo auch ein langer Radstand drauf geht. Ist ja bei so einem Bus auch immer so eine Sache. Geht ja nicht bei jeder Bühne. Ja. Und jetzt braucht das Auto mal einen großen Liebhaberservice und ein bisschen Zuneigung und eine große Bestandsaufnahme. Und dann werden wir das Ding wieder auf die Straße bringen. Der Liebhaberservice ist beim Motorenzimmer auch noch angekommen, ja, ne? Weil haben wir alle Kollegen zusammen. Nein, ich habe besorgt, neuen Turbolader, großes Servicepaket. Das heißt, Zahnriemen ist auch schon wieder überfällig. Genau, Zahnriemen ist dran. Wie oft muss der gemacht werden? Alle 200 bzw. 210.000. Ja, jetzt 450. So leicht überfällig, aber groß und ganzen. Irgendwas klappert an der Vorderachse, da müssen wir gucken. Spurschankköpfe, Koppelstangen, genau, irgendwas in der Richtung. Und wir wollten uns an die Kardanwelle machen, da ist ja auf jeden Fall eine Unwucht drin bzw. Geräusche, das wollen wir ja mal zerlegen. Das wird auch akut mehr, also zwischen 50 und 100 sitzt man und man ist wie so ein Wummern so ein bisschen. Man denkt, der Asphalt wäre schlecht, aber es ist einfach überall. Ja. Das heißt, da muss auch irgendwo Unwucht drin sein. Ne? Genau. Lader, Zahnriemen heißt für dich Motor raus. Ja, der Turbolader ist bei so einem 4Motion so bescheiden da eingebaut oder beziehungsweise da bietet sich so wenig Platz, dass es einfach Sinn macht für so eine Abdichtungsgeschichte, Turboladergeschichte, den Motor rauszunehmen. Also die Achse runter weg, Motor mit Getriebe rausnehmen und dann kommt man überall vernünftig hin und kann überall vernünftig dann rumschrauben. Bremse hinten müssen wir auf jeden Fall auch machen. Und ich muss dazu sagen, das soll nicht hier so einmal alles neu sein, sondern wir müssen da so ein bisschen bei der Laufleistung noch so nachhaltig, ich habe es nachhaltig genannt. Genau, nachhaltig und wirtschaftlich muss es auch sein und dementsprechend machen wir eine Bestandsaufnahme und gucken uns das alles an. Was alles gemacht werden muss, ne? Ja. Okay, ab in der Werkstatt. Gesagt, getan, Motor ist draußen. Spaß gemacht, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist mal was anderes, ne? Bei so einem 4Motion den Motor rauszuziehen. Das alles ist ein bisschen enger, aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, für die Übersicht und für die Reparatur, die wir vorhaben, schon der bessere Weg, ne? Aber es ist ja eigentlich nur das Ding da, was, also nur das Winkeltrieb, der abkommt, ne? Ja, aber für das Winkelgetriebe musst du natürlich dann auch wiederum die Kardanwelle abschrauben. Dann kommst du hinten teilweise ein bisschen schlechter an die ganzen Schläuche dran. Und das nimmst du aber eingebaut erst ab, bevor du den Motor rausnimmst? Ja. Oder komplett? Ja, ja. Ah, okay. Weil das Ding natürlich eingebaut rauskriegen ist natürlich dann schon ein bisschen. Das Winkelgetriebe muss ab, weil du den Motor sonst nicht auf diese Platte raufstellen kannst. Ah, verstehe. Und das Schöne ist ja bei der Konstruktion, dass man jetzt den Motor mit Getriebe in eins runtergenommen hat und so auch vernünftig jetzt überall mal schauen kann. Ich finde es immer wieder witzig, dass es so viele verschiedene Art und Weisen gibt, wie man einen Motor ausbaut, weil ich kenne es eigentlich immer nur so ganze Front weg oder vorne weg. Ja. Dann kenne ich aber auch die Autos, wo es so ist, dass die Front fest ist und den Motor langsam nach oben rausziehst. Das ist somit die schlimmste Variante, die es gibt. Ne? Und jetzt hier Front so lassen und nach unten raus, ist natürlich auch mal was Neues. Ja, ich sage immer, viele Wege führen nach Rom, aber im Endeffekt aus muss er immer. Und ich finde eigentlich die Geschichte so schön, dass man den Motor mit Getriebe in eins runternehmen kann. Ne? Wie lange habt ihr ungefähr gebraucht? Ja, so ungefähr ganz entspannt, so 3-3,5 Stunden. Schraubst du am liebsten T4, T5, T6? Ja, am liebsten eigentlich T4. Ist so, aber ist T4 besser zu schrauben oder? Nö. Ah, okay. Eigentlich schlimmer. Weil du, also meine Leidenschaft, weil du definitiv eine Flex brauchst. Hier brauchte ich nur einmal für die eine Auspuffstelle eine Flex. Beim T4 brauchst du auf jeden Fall 5-mal eine Flex. Rostlöser und ganz viel Geduld. Das war hier auf jeden Fall entspannter. Und warm machen brauchst du ja auch nichts mehr, ne? Nee. War ja gefühlt noch warm von der Autobahn. Genau, war noch warm bei 200 Grad alles. Also von daher alles schick. So, wir gucken mal, was unser Patient so hat. Also, das erste, was wir gesagt hatten, war Thema Kardanwelle. Genau, Kardanwelle hast du gesagt gehabt, du hast eine Unwucht. Nee, nicht, also ich habe tatsächlich, immer wenn ich irgendwelche Busfragen habe, frage ich natürlich entweder Frank als Busexperten oder auch unsere Jungs von Mechanics. Und der sagte sofort, weil ich schon Angst hatte irgendwie, dass das vielleicht Winkeltrieb, irgendwie Getriebe, Diff hinten oder wie auch immer ist, der sagte gleich, nee, hier, guck dir das Mittellager von der Kardanwelle an. Ja, und siehe das da, wird diese Unwucht erzeugen. Das Mittelwellenlager ist nicht mehr vorhanden. Und das andere hier, das nächste, übrigens krass, was das für eine lange Welle hier ist, aber es ist halt auch ein langer Radstand. Das andere ist dadurch wahrscheinlich auch in Mitleidenschaft gezogen worden, vorne keine Führung mehr und dann schlägt es hinten dann auch aus. Ne?
Aber krass, dass das noch so lange da so... Aber bei 450.000, muss ich ganz ehrlich sagen, darf das halt auch mal kaputt gehen. Ne? Und es ist ja auch nicht so, dass du liegen geblieben bist, sondern du bist ja auch noch ganz brav hier in die Halle reingefahren. Nein, ich bin ganz ehrlich ein halbes Jahr so gefahren. Ja, ja. Also es wird natürlich immer mehr. Jetzt war es langsam so, dass ich mir zum Beispiel zum Skiurlaub schon überlegt habe, fährst du jetzt nochmal 3.000 Kilometer oder nicht? Ja. Aber ja, D5, der kann ich das. Ich sag's immer wieder, weiterfahren, beobachten. Ne? Hier ist jetzt das Geile. Dafür gibt es tatsächlich, haben mir auch die Jungs gesagt, weil original bei VW gibt es natürlich nur die ganze Welle. Habe ich mal in der Limo damals auch gemacht schon mal. Die Mittellage gibt es einzeln. eBay 50 Euro. Meine persönliche Meinung ist, das Ding wird niemals 450.000 Kilometer halten. Wir sehen uns in aller spätestens 100.000 Kilometer wieder. Nee, also wenn das wirklich in 50.000 kaputt ist, dann kaufe ich eine originale Welle. Ja, das definitiv. Aber ich jetzt denke mal, man sollte es mal ausprobieren, ne? Weil ich habe da auch noch keine Erfahrung mit diesen Lagern. Ich glaube, das Lager als solches wird funktionieren. Die Frage ist halt, wie ist diese Gummimischung im Verhältnis zu der, ne? Aber krass ist, wenn ihr gerade gesehen habt, wie viel Spiel das hat, ich krieg's ja wirklich fast gar nicht bewegt, ne? Also ja. Ist schon also ich denke schon, das wird funktionieren, nur halt keine 450.000, ne? Sonst hatten wir noch Klappern an der Vorderachse? Genau, da war beide Koppelstangen ausgeschlagen, was natürlich auch nach den Kilometern auch einfach mal sein kann. Aber so richtig ausgeschlagen? Weil es war schon richtig? Schon oben, im oberen Stück war auf jeden Fall Luft drin, ne? Weil so erstmal Koppelstangen neu macht. Genau. Und dann hattest du ja gesagt gehabt, dass du Abgasgeruch quasi wahrgenommen hast, auch schon längere Zeit. Ja, das haben auch die Autos neben mir gesagt, dass die das wahrnehmen. Und wir haben dann auch tatsächlich ja auch sehen können, dass hier auf jeden Fall der Abgaskrümmer ein wenig gerissen ist und dass hier natürlich auch überall Ruß ist. Ne? Also letzter Punkt ist, der Motor hat ein bisschen Ölverbrauch. Nicht viel, also ich komme so mit einem Liter 5000 Kilometer schon bei meiner Fahrweise, ohne Probleme. Der erste Liter nach dem Service war auch immer länger. Also wenn das Öl richtig frisch ist, merkt man das, dann kommt es auch 10.000 Kilometer. Jetzt die Frage, wo dieses Öl halt herkam, weil man hat das auch gerochen. Also es war nicht so, dass das verbrannt hat, sage ich, sondern er hat das irgendwie außerhalb verbrannt. Ne? So, und deswegen war meine Vermutung, deswegen liegt da auch eigentlich schon der Turbolader. Weil wir können auch sagen, das erklären wir euch gleich, Register-Turbolader, also eigentlich ein Biturbo, aber der eine bläst in den anderen rein. Und von der V-Max her, also von der Spitzenleistung, stand er noch super im Futter, definitiv. Aber... ich habe es gemerkt, dass er gar nicht mehr fuhr wie so ein Diesel. Also du musstest wirklich immer Kickdown machen, noch einen Gang hoch, runter, weil die V-Max war wie angenagelt, 180, 190. Also Leistung hatte er, aber in der Mitte, das Drehzahlband, das war wirklich so zusammengeschrumpft. Ne? Ja, also entweder es liegt an der Umschaltung, ne, zwischen kleiner und großer Turbolader, oder was die auch ganz gerne mal hatten, dass halt der kleine Turbolader sich irgendwann dann schon auflöst, beziehungsweise enormes Spiel hat. Ne? Das war auch genau meine Vermutung, weil, um euch das System kurz zu erklären, Abgaskrümmer. Hier haben wir übrigens einen besagten Riss. Das heißt, die Abgase gehen wirklich durch den Krümmer erstmal in dieses Mini-Gehäuse hier. Danach gehen sie hier raus und müssen dann durch den großen Turbolader. So, also es gibt gar keine Variante, nicht durch den großen Turbolader zu gehen, weil das ist ja der einzige Anschluss hier zum DPF. Nee, da kommt erst der Cut. Erst der Cut, dann der DPF. Und dann der DPF, genau. Das heißt, auf der Luftseite... Kleiner Turbolader saugt die Luft an durch den großen Turbolader. Sobald der große Turbolader aber läuft, drückt er jegliche Luft hier durch. Also die haben ja so ganz wild. Du müsstest mal tatsächlich zerlegen. Ich habe es nämlich auch noch nicht zerlegt bekommen. Aber hier scheint auch irgendeine Umschaltung auf jeden Fall drin zu sein. Und hier unten auf jeden Fall auch. Man müsste es mal zerlegen. Ich würde sagen, hier ist ein Rückschlagventil drin. Dass, wenn der kleine Turbolader Luft pustet, die Luft nicht so einfach wieder zurückgeht. Ja, deswegen, auf jeden Fall. Deswegen muss hier ja eine Rückschlagklappe sein. Ja, ne? Ja. So, und normalerweise ist es bei diesen Registeraufladungen so, dass man durch den kleinen Lader dann durchbläst. So, ne? Das heißt, eigentlich für die 180 PS ist eigentlich nur der Große hier zuständig. Und der sieht ja ehrlich gesagt... Na, der hat kein wirkliches Wellenspiel, ne? Also, Alter, mit Billet-Verdichterrad hier auf dem 2.0er TDI. Auch die Schaufeln sehen gut aus, ne? Das ist nicht so, dass da irgendwie Dreck oder so reingekommen ist. Ja, hier mal halt schon so ein bisschen Öl wird da definitiv dadurch ziehen. Ja, 350.000 Kilometer alt, der Turbolader. Ne? Stimmt, der kam mit dem Motor damals neu. Genau. Da machen wir jetzt einfach, da gibt es auch kein ganz oder gar nicht. Gerade wenn jetzt der Motor raus ist, dann müssen wir einfach einen neuen Lader draufstecken und fertig. So, ne? Weil du fängst jetzt ja auch nicht an, hier nur den Krümmer zu tauschen. Genau. Nach 350.000, weil Turbolader ist halt schon so ein Teil. Wenn du langsam fährst, ist das kein Problem. Wenn du oft die Leistung abrufst, ist das Ding halt dauerhaft am Drehen. Ne? Ja. Okay, aber wie macht ihr das jetzt hier von der Umschaltung? Der hat nur eine Klappe im Krümmer, ne? Ah, okay. Der hat einmal eine Umschaltung im Krümmer. Das heißt, irgendwann macht er den Krümmer auf und es geht da durch. Und der große Lader hat dazu aber noch eine Wastegate-Regelung von hier hinten. Ja. So, das heißt, der große Lader hat dann hier hinten noch eine Klappe, die irgendwann aufgeht, wenn der große Lader seinen Solldruck erreicht hat. Ne? Ja, und in Anbetracht dessen, dass du ja gesagt hast, Zahnriemen ist jetzt wieder fällig, Turbolader macht Probleme, war das halt einfach der bessere Weg, alles rauszunehmen. Ne? Das heißt, was machen wir? Ich würde sagen, hier einfach einmal... Nur wir bauen jetzt erstmal den Krümmer ab.
Weil man sieht, Turbolader. Man sieht halt seitlich, dass es hier schon so ganz gut ölig ist. Aber nicht nur darunter. Also es ist jetzt auch schon mit WD-40 ein bisschen eingesprüht, ne, für die Muttern. Genau. Es ist aber auch darüber ölig. Also ich finde, es sieht eher so aus, als wenn es aus dem Krümmer oder aus dem Kopf kommt, als dass es jetzt hier am Motor runterläuft. Ja, deswegen, wir bauen jetzt mal den Krümmer ab, um dann einfach mal zu schauen, was wir so sehen. Du wolltest ja unbedingt den Zahnriemen neu machen, ne? Naja, ich glaube nach 230.000, wo das Intervall 210.000 sind, war es dann auch mal nötig. Aber er hätte es noch gemacht, ne? Weil er sieht ja eigentlich noch kacke aus. Ich hatte jetzt schon abgesteckt gehabt, aber die Spannung von der Spannrolle hat er auf jeden Fall schon nachgelassen. Und auch diese Umlenkrollen, die machen halt auch schon Geräusche, ne? Also ich glaube, der Intervall mit 200.000, der ist schon krass. Ist schon krass, wenn man sich überlegt, wie das mal früher angefangen hat. Was muss ich bei dem Motor zum Abstecken machen? Hier einfach den drauf, das ist UT für Kurbelwelle? Genau, dann hast du im Endeffekt, dass sie hier oben an der Nockenwelle ab... hat ja zwei Nockenwellen, aber quasi nur eine Nockenwelle, die über den Zahnriemen angetrieben wird. Da steckst du ab und dann steckst du nochmal die Hochdruckpumpe ab. Dann hast du die quasi, die drei Punkte und dann kannst du den Zahnriemen runternehmen, die Rollen tauschen, wieder spannen und ab geht die Fahrt. Hier sind aber schon Langlöcher drin? Genau. Das heißt, man steckt quasi hinter der Arme, okay, man steckt die eigentliche Nocke ab und über das Langloch zieht es sich dann beim Festziehen, wenn der Zahnriemen gespannt ist. Durch das Spannen, genau, deswegen sind da... So, jetzt, wir müssen aufpassen, dass wir das Auto jetzt nicht durchrestaurieren, weil normalerweise würde man jetzt anfangen bei der Laufleistung, wenn man eh schon dabei ist, Lichtmaschine, Hochdruckpumpe, Injektoren eigentlich. Ich hätte auch den Kopf abgebaut, aber du sagst, never touch a running system und dementsprechend... Das Problem bei diesen Motoren ist Hochdruckpumpe, wie der Name schon sagt, Hochdruck. Das heißt, der Sprit wird da wirklich durchgehend richtig komprimiert. Das heißt, wenn da drin mechanisch was kaputt geht, ist Baustelle. Weil alles, was metallisch da dann durchgeht, landet in Injektoren. Genau. Schlechter Injektor, gleich Motorschaden. Ja, oder zumindest unrunder Motorlauf. Jetzt ist allerdings das Problem, Hochdruckpumpe über 1000 Euro. Ja. Injektoren viermal, wahrscheinlich auch nochmal 1000 Euro in Summe. Das geht dann halt irgendwann wirklich so richtig ins Geld. Und da muss man sich dann halt schon sagen, was macht man? Und in dem Fall sage ich, da der immer nur top gewartet wird, würde ich Hochdruckpumpe, Injektoren, alles so lassen, wie es ist, ein bisschen im Auge haben und weiterfahren halt. Ja, ich denke auch. Wir machen jetzt erstmal die Geschichte mit dem Zahnriemen, mit dem Turbolader. Dann kannst du das wieder neu beurteilen auf Langstrecke, ob das Ding vernünftig läuft. Und ansonsten müssen wir halt irgendwann nochmal den Motor rausnehmen. Nein, ist ja so, weil guck mal, wir reden hier von einem realistischen Fahrzeugwert, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, 20.000 Euro, so aus dem Bauch heraus, ne? Vielleicht ja. Auch nur 15.000 Euro. Da sind natürlich jetzt so 5.000 bis 10.000 Euro schnell drin. Hätten wir das so zu VW gestellt, wäre die Rechnung wahrscheinlich eher... Fünfstellig? Ja, plus, ne, was willst du machen? Du kannst ja nicht jeden Haken setzen und alles neu machen. Ja. Das heißt, das ist halt der Vorteil, wenn man selber Schrauber ist, eine Hebebühne hat, dann kann man so ein bisschen, also da muss man, glaube ich, so ein Gefühl für entwickeln, was jetzt gerade Sinn macht und was keinen Sinn macht. Genau, wie wirtschaftlich das eigentlich im Endeffekt ist. So. Also die Reparatur zu dem aktuellen Fahrzeugwert. Ne? Jetzt nicht den Zahnriemen zu machen, das wäre natürlich bei, keine Ahnung, Zahnriemensatz 200, 300 Euro, Quatsch. Ja. Aber die Hochdruckpumpe auf Glück und dann, wie gesagt, wie ich schon sagte, mit diesen Zubehörteilen ist in den letzten Jahren leider nicht so meine Erfahrung so gut. Das heißt, das muss man auch wieder original kaufen. So, originale Hochdruckpumpe und so weiter. Ne? Dafür, dass eigentlich eine Hochdruckpumpe, ich meine, ich hatte ja keinen Verschleiß dabei, oder? Gibt VW dafür was an? Nee, aber im Endeffekt irgendwann, weil das ja nur ein mechanisches Bauteil ist, hast du halt irgendwo mal Verschleiß und wenn dann die Späne in die Injektoren kommen, dann hast du halt ein Problem. Aber ich bin auch der Meinung, dass dieser Motor generell so gut funktioniert, weil er bei dir halt überwiegend Langstrecke bekommt und viele Kilometer. Ich denke, wenn man so ein Auto generell auch nur im Kurzstreckenverkehr bewegt, dass diese Bauteile durch dieses Warm, Kalt und so weiter schon deutlich mehr leiden. Ne? Ob es eine Lichtmaschine ist, ob es eine Hochdruckpumpe ist, ob es Kolben sind, ob es ein Turbolader ist. Also Langstrecke sagt man ja eh. Also auch wenn der 450.000 runter hat. Ich bin der Meinung, wenn man einen Motor aufmachen würde, der 100.000 Kurzstrecke gelaufen hat, wäre der wahrscheinlich vom Zustand her identisch. Ne? Und 450.000 bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von, ich sag jetzt mal 130, ist ja von der Länge, wie er gefahren wurde, also von den Betriebsstunden her, wird er nicht mehr Betriebsstunden haben als ein Auto mit 150.000 Kilometer, der nur in der Innenstadt gefahren wurde. Ja, 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 das meine ich so. Ja. Und deswegen, das kommt dem Motor wahrscheinlich auch zugute. Ne? Hier haben wir noch Wasserflansch mit Thermostat. Das ist so ein typisches Teil. Auch wenn es keine Probleme gemacht hat, würde ich definitiv neu machen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall die Lichtmaschine für rausnehmen. Weil sonst kommst du da nicht hinter. Aber sonst weiß ich, geht das im Winter wieder los und zack, Auto wird nicht warm. Und so weiter, ne? Ja. Weil das Thermostat... Ja, jetzt kommt man auch dran. Wenn das eingebaut ist, dann ist das eine Katastrophe. Dann logischerweise alle Flüssigkeiten, alle Filter. Genau. DSG ist wahrscheinlich auch langsam mal wieder überfällig. Genau, DSG-Öl, Motoröl, Kühlmittel, E, Kraftstofffilter, Luftfilter. Ihr Original-Austauschteil, Anlasser war nämlich schon neu. Das hatten wir damals mit
mit diesem durch mich verursachten Getriebeschaden. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Selbst damals haben wir wieder den alten Anlasser angebaut und dann ist tatsächlich der Anlasser kaputt gegangen. Nein, noch anders. Jetzt macht es wieder Klick. Durch den kaputten Anlasser habe ich das Getriebe geschrottet. Weil ich stand nämlich vor dem Baumarkt und konnte das Auto nicht mehr starten. Und dann habt ihr ihn abgeschleppt? Dann haben wir abgeschleppt und Zündung angelassen und irgendwann ist halt Spannung eingebrochen und es hat Klung gemacht, weil hier drin irgendwas auf oder zugemacht hat. Genau. Dann haben wir nämlich den Anlasser. Nee, dann haben wir nämlich erst den alten Anlasser wieder angebaut und der ging immer noch nicht. Und dann hast du den Anlasser getauscht. Das war's, jetzt haben wir es wieder. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. So, aber da auch Originalteil genommen und der. Wir nehmen mal einmal noch Lader ab und gucken mal in die Kanäle rein, ob nicht schon ein bisschen Öl aus dem Motor kommt. Ne? Ja. Aber ich bin der Meinung, hier wiederum sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin auch der Meinung, dass auf jeden Fall über die Ventilführung von den Ausgasventilen gleich auf jeden Fall was kommen wird. Das ist dann jetzt halt die große Frage, was ist da normal und was ist nicht normal, weil da... Ja, naja. Erlebt, ne? Der gute Motor. Also da könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, weil wir werden das Ganze hier nicht jetzt... kaputt reparieren, aber man sieht halt schon, perfekter Zylinder dafür, das eine ist ölig, das andere nicht, das zeigt ja immer schon mal ein bisschen was, ne? Ja. Ölig, nicht ölig. Ist zwar auf allen Zylindern, glaube ich, auch fast gleich, hier, ne? Hier aber tatsächlich der rechte und hier ist auch nochmal eins. Aber du, ganz ehrlich, für die Kilometerlaufleistung und so wie der Motor läuft und so wenig Öl verbraucht, würde ich da auch erstmal nichts machen. Aber das muss ja ehrlich gesagt, muss das ja nach dem Abstellen da jetzt reingelaufen sein. Weil im Betrieb verbrennt das da ja sofort. Ja. Im Ausgaskanal. Also ob er sich abgekühlt hat dann wahrscheinlich, ne? Weil wir werden das auch relativ schnell wissen. Ja. Ich sage, Motor wieder drin, frisches Öl, komme ich mindestens 10.000 Kilometer mit. Ja, wir können es jetzt einfach mal schauen. Mit neuen Turbolader, mit neuem Öl. Also, und das wäre ja in Ordnung. Auf 10.000 Kilometer ein Liter wäre ja dafür völlig... Dafür würde ich den Motor völlig, nicht aufmachen. Völlig alles im Rahmen. Nee, das ist ja vollkommen bei der Fahrweise legitim. Ja. Ja, alles klar. Weiter geht's. Ja, wie du siehst, der Motor ist wieder drin. War alles nicht so ganz einfach und ein paar Hindernisse waren auch dabei, aber im Großen und Ganzen sitzt da wieder, jetzt können wir gleich die Achse montieren. Ich finde erstmal auf jeden Fall unglaublich, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Motor hängt hier drin, ohne Achse, aber oben ist auch keine Motorbrücke drauf. Ich kenne das wirklich immer nur so, dass man eine Motorbrücke machen muss, weil der Motor normalerweise logischerweise auf der Achse steht, dachte ich beim Bus auch, bis du gerade gesagt hast, nee, Motor auf Längsträger, Achse einfach nur drunter. Genau, der Bus hat quasi vier Punkte. Einmal hier an der Karosserie über das Getriebelager, dann hier oben am Längsträger und wenn jetzt die Achse drunter montiert wird, ist dann hier vorne nochmal ein Lager und hier hinten das Lager. Weil das macht es definitiv easy, ne? Ja. Ja, erzähl mal hier DPF, das binden wir gleich mal ein. Ja, also wir haben ja nun den Turbolader erneuert, was glaube ich grundsätzlich der richtige Weg war, nach der Kilometerleistung und auch mit dem Riss, mit den Abgasen. Und ich habe einen Freund, der eine Firma hat, die sich nur auf Dieselpartikelfilter spezialisieren. Und der hat quasi den Vordruck gemessen und hat dann quasi den Partikelfilter mal durch eine Waschmaschine gejagt. Danach dann wieder geprüft und kam doch einiges an Schmutz raus. Aber irgendwo muss das Zeug ja auch hin. Wir blenden das mal ein. Wie heißt die Firma? Weil die ist hier gleich um die Ecke. Können wir ja schon mal ein bisschen bewerben, genau, wenn die das schon machen. OxyClean aus Lehrte. Und macht Motorreinigung und Partikelfilterreinigung und kümmert sich auch speziell um Faltstanker. Was viele ja nicht wissen, ist, dass der Partikelfilter ja nicht wie einen Cut irgendwas umwandelt, sondern schon wirklich ein richtiger Filter ist und irgendwann einfach voll ist. Genau. So, das heißt, man kann den auch nicht so richtig während der Fahrt frei brennen, sonst hätte ich das nämlich getan. Sondern irgendwann, also gerade, ich glaube sogar gerade dieses Volllastfahren ist teilweise für Rußpartikelfilter auch nicht so gut. Weil du natürlich mit viel Spritverbrauch natürlich auch viel Ruß da reindrückst. Ne? Ja. Wobei der Ruß verbrennt ja, die Asche bleibt ja zurück. Das ist ja auch das, was du über den Tester dann auslesen kannst. Und ab einer gewissen Aschemasse kommt dann ja auch der Fehler, dass er nicht mehr regenerieren kann. Aber die bleibt definitiv in dem Filter drin. Die ist da drin und die hat er jetzt chemisch rausgewaschen. Chemisch rausgewaschen, genau. Und deswegen kannst du dann im Motorsteuergerät den Partikelfilter wieder als neu setzen. Das heißt, das Auto fängt dann jetzt neu wieder an zu berechnen. Kann man sagen, dass der auch wie neu ist? Also ist das schon so? Im Endeffekt ist das eigentlich neuwertig. Ja. Weißt du, was sowas normalerweise kostet? Ich glaube so um die 300-400 Euro, je nachdem. Es gibt ja auch Partikelfilter, die mit Cut in einem sind. Mhm. Und bei dem ist es ja so, dass es zwei unterschiedliche sind und je nach Größe und so weiter variieren natürlich da auch die Preise. Aber im Endeffekt, wenn du bei Volkswagen fragen würdest, was so ein Partikelfilter kostet, bist du glaube ich bei 2 Mille, ne? Krass. Also wir blenden das auf jeden Fall mal ein, sowohl was da für eine Grütze rausgelaufen ist, ne? Ja. Als auch Druck vorher, nachher. Es war glaube ich ein Zehntel, den er jetzt tatsächlich weniger an Gegendruck hat, ne? Ja. Und ein Zehntel Gegendruck, ich kenne es ja so aus diesen Leistungsmotoren, ist halt schon nicht...
Also ich denke mal, das sind mindestens 4 km/h Spitze. So, ich habe währenddessen hinten schon mal Bremse neu gemacht. Wir sind jetzt gerade dabei, hier die Kardanwelle zu zerlegen. Das klappt eigentlich auch so ganz gut. Also das geht schon. Man kriegt das schon wirklich auseinander und kann hier unser eBay-Mittellager einfach wieder drauf machen. Wie es aussieht, ist er wieder drin. Ja, sitzt, wackelt und hat Luft. Erste Probefahrt haben wir auch vollzogen. Sollte alles soweit passen. Jetzt werden wir gleich noch mal an die Spur machen, weil die Spurstangen sind ja auch neu gekommen. Und dann kannst du auf jeden Fall wieder viele Kilometer abreißen. Also ich bin auch gar nicht mitgefahren, aber sagst du, läuft. 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 Ist dicht, nicht inkontinent. Nee. Klappert nicht, nee. Wackelt nicht. Alles schön. Bis nach Hause und zurück bin ich gekommen. Jetzt eine Sache. Also erstens war natürlich Lachskörper raus. Man kriegt den nie so 100% wieder hin, wie er war. Und wir haben die Spurstangenköpfe neu gemacht. Das heißt, auf jeden Fall muss die Spur einmal eingestellt werden. Das ist natürlich, so wie ihr das von uns kennt, nicht die Rätselslösung. Aber es ist zumindest eine Version, wie ich erstmal mitfahren kann, ohne dass die Reifen sofort runter sind. Genau. Und dann müssen wir natürlich noch einmal eine professionelle Vermessung machen. Hätte ich eigentlich auch gleich bei Pulibauer nebenan schon einen Termin machen können. Ne? Fällt mir dabei ein. Fast. Naja, aber so können wir wenigstens das Lenkrad einigermaßen. Und ich wollte erstmal zeigen, wie man das ordentlich macht hier. Ne? Genau. So, pass auf, wir fangen einfach erstmal an. Und du kriegst eine Platte, ich krieg eine Platte. Das ist eigentlich die Drifter-Version. Weißt du hier, die hältst du wirklich nur hier so ran. Maximal gut irgendwie so an eine Felge, wie auch immer, ne? So, dass man halt irgendwie eine Fläche hat. Und dann messen wir quasi nur vorne hinten den Abstand. Und dabei sieht man, ob die Räder parallel stehen, ob sie auf oder zugehen, wie auch immer. Und danach müssen wir dann mal gucken, ob er nicht jetzt gerade schräg fährt, weil ich habe jetzt das Lenkrad gerade gestellt. Also ich mache das immer so, ich drücke so mit dem einen Knie gegen, dass es auf jeden Fall ganz anliegt. Und dann hängen die mal ins unterste Loch ein. Okay, also ich sehe jetzt hier, dass wir auf der einen Seite bei knapp unter 5, 1,85, 1,847 und auf der anderen Seite sind wir bei 1,85. Also aktuell geht die Spur minimal auf. So. Minimal auf geht die Spur. Hier ist es weniger, da ist es mehr. Genau, das heißt, die Spur geht auf. So, kannst du einmal loslassen. Wahrscheinlich, vermute ich, war das Lenkrad nicht gerade, ne? Ne, Lenkrad hat leider so ein bisschen nach rechts gestanden und Auto zieht auch leicht nach rechts. Lenkrad nach rechts gestanden? Ja. Okay, warte, wir kombinieren das mal zusammen. Also die Spur steht jetzt gerade so, übertrieben gesagt. Wir wissen allerdings nicht, ob sie so oder so steht. Und du sagst, das Lenkrad hat nach rechts gestanden. Und er hat auch leicht nach rechts gezogen. Das heißt, für dich nach rechts stand, das heißt, du hast leicht nach rechts gelenkt beim Geradeausfahren. Genau. Das heißt aber, die Spur zeigt jetzt im Nullzustand gerade nach links. So nehme ich es mal an. Und wenn du dann leicht lenkst, gleicht es sich aus. So, das heißt, wir müssen dieses auf der linken Seite das Rad weiter zumachen. Wir probieren es mal. Du denkst auch gerade so, ne? Alter, weißt du das? Frank denkt sich, er fuscht schon viel, ne? Aber nee, nicht fuschen. Wir probieren einfach mal mit primitiven Mitteln dieses Fahrzeug mal einzustellen. Wir haben ja gerade gesagt, wir sind der Meinung, dass das Rad logischerweise so steht, du lenkst, dass da ist. Das würde ja bedeuten, dass jetzt gerade auf der Seite, wenn wir unseren Richtschalter dran liegen, wir weiter am hinteren Rad dran sind als auf der Seite. Und das Schöne ist ja, je nachdem, wie gut wir es machen, wird man ja auf dem richtigen Vermessungsstand sehen, waren wir in die richtige Richtung oder waren wir halt völlig falsch. Also, guck mal hier. Drück das Ding mal so einigermaßen gerade gegen das Rad. Ja. Also hier sind wir genau auch am Reifen und kriegen den Zollstock da so gerade zwischen. Mhm. So, jetzt müssen wir mal einmal da nach da hinten durch. Langer Radstand, muss ich nochmal aus dem Baumarkt die 4 Meter Version holen. Jetzt haben wir hier ungefähr so grob 3-4 mm auf jeden Fall Luft. Okay. Das heißt, wir wissen, dass zumindest unsere Theorie in dem Moment richtig war. Ja. Das heißt, wir drehen jetzt dieses Rad ein bisschen zu. Genau. Wir hatten eben gerade aus Erfahrung, die Spur war ja ungefähr 5 mm auf, Pi mal Daumen. Das ist nicht viel an der Stange, das sind so, ich würde sagen, eine Umdrehung. Wir können einfach mal schauen, ich lasse mal hoch. Warte, ich nehme mal den Lichter weg. So, gelöst ist er auf jeden Fall, der Brummer. Den drehen wir jetzt. Wir wollten das Rad vorne rein. Damit es hier reingeht, müssen wir den rausdrehen. Ja. So, ich drehe die Mutter immer gegen, dann weiß man nämlich gleich, ob man richtig rumdreht. Ne, so rum ist falsch. So, und jetzt machen wir immer halbe Umdrehung. Halbe.
Ach, sorry für den Ton, aber es ist gerade ein bisschen kalt hier drin. Eine Hunde. Jetzt sieht man hier auch schön, wie viel es raus ist. Ja. Jetzt können wir nochmal das Richtschalt anlegen und nochmal gucken, wie es jetzt steht. Oder willst du es gleich kontern? Zieh mal fest, aber? Nee, wir müssen jetzt auf den Boden und gucken, ob die Spur 0 ist. Normalerweise wird der ja mit Sicherheit eine Vorspur bekommen. Ja, wäre auch mal interessant zu wissen, ob beim T5 mit Frontantrieb und T5 mit Allrad tatsächlich die Werte von der Vorderachse anders eingestellt werden. Boah, das weiß ich nicht. Aber es geht jetzt ja darum, wir wollen einfach nur die neuen Reifen nicht kaputt fahren. Das heißt, wir stellen einfach nur 0 ein, weil 0 ist immer einfachst ein 1 stellen. Ja. Mit der Tendenz zu minimal zu. Minimal zu ist dann auch immer besser als minimal offen. Das geht schon. Kleiner Kontrollblick. So. Und jetzt haben wir hier, Alter, das muss man jetzt tatsächlich mal filmen, weil so hier sehen wir gerade so die Spitze an der 5. Mhm. Und hier sehen wir die Spitze angekratzt. Sieht man, ne? Also kannst du mal deinen Finger rechnen? Die Spur geht noch minimal, wirklich minimal auf. Das heißt, wir geben ihm noch eine Viertelumdrehung und dann passt das. Weil wir haben jetzt eine Umdrehung. Eine Umdrehung waren so 4 mm. Das heißt, eine Viertelumdrehung ist noch 1 mm. Und dann passt das. Ungefähr noch eine Viertel bis halbe Umdrehung. Ja, Feinschliff. Viertel. Das wäre eine halbe. Bisschen zurück. So. Ja. So, jetzt haben wir auf der Seite sehen wir ziemlich klar und deutlich die 5. Und auf der Seite. Nee. Guck mal. Hier ist ja eigentlich. Das ist ja das Dreieck, was da ist, der Pfeil, ne? Den sehen wir auf der Seite noch nicht. Ach so. Und auf der anderen Seite sehen wir den Pfeil. Das heißt, es ist 1 mm. Wenn du jetzt mal auf die andere Seite gehst. Ja. Siehst du, wie man den Pfeil an der 5 sieht. Ja. So, das heißt, wir haben die Spur jetzt 1 mm zu. Genau so lassen wir es auch. Jo, passt. Brauchst du ein Protokoll? Soll ich die handschriftlich aufschreiben? So, pass auf, jetzt erstmal magischer Moment, erstmal anmachen. Das Einzige bei Automatik immer, dass man die Bremse treten muss. Schnurrt wie ein Kätzchen. Ich bin jetzt eine Woche lang nicht im Bus gefahren und muss einfach immer wieder sagen, das ist für mich einfach das beste, perfekteste Alltagsauto. Das Ding ist 10 Jahre alt. Es gibt mit Sicherheit Autos, die mittlerweile von Features her 10-mal besser sind. Aber im Alltag ist und bleibt ein langer Allrad-DSG-Bus einfach eine Macht. Da bleibe ich bei. Ja, läuft, würde ich sagen. Jetzt kommt der letzte Feinschliff. Damit man die Haube auch wieder vernünftig aufmachen kann. Weil leider war die sehr schwergängig. Irgendwann geht sie dann gar nicht mehr auf. Was sprichst du darauf? Universalöl, natürlich original Volkswagen. Und erst Meter sind gut. Also ich finde es wirklich krank, wie viel Unterschied zwischen dem hier und unserer braunen Praline zum Beispiel ist. Ne? Das ist wirklich einfach so. Dieses DSG-Getriebe. Und ich meine, es ist nicht so viel mehr Ausstattung, aber alleine schon zwei Einzelsitze vorne ist gefühlt ein ganz anderes Auto. No. So, wo soll das Taxi hingehen? Das Taxi geht vorne bitte links. Alter, du richtig Drehung, ne? Ja. Boah, drückt der. Nein, der ist mal ein bisschen warm fahren hier. Wie ist das jetzt so mit, also du hast jetzt DPF angelernt? DPF angelernt, also beziehungsweise dem Steuergerät gesagt, dass er neu ist, der Dezibel-Partikelfilter. Das setzt quasi dann die Werte zurück, dann den neuen Differenzdrucksensor. Links, genau. Differenzdrucksensor einmal angelernt. Dann hatte ich nochmal spaßenshalber die Korrekturwerte von den Injektoren ausgelesen, weil du wolltest die ja nicht wechseln, aber ich wollte ja wenigstens wissen, wie gut sie sind. Und? Die Injektoren sind noch top, ja, laut Werte auf jeden Fall. Siehst du, Frank, du bist ja, gut drauf. Genau. Du sagst gleich, du wolltest nicht wissen, wie schlecht sie sind, du wolltest ja wissen, wie gut sie sind. Ne? Genau. Ja, dann Service einfach zurückgesetzt, Fehlerspeicher mal gelöscht, weil waren ja noch ein paar Kabel ab und ja, ansonsten schippern wir jetzt erstmal mit dem Ding hier hin. Aber Injektoren sehr gut? Ja, Korrekturwerte sind super. Geil, freigeblasen. Ja. Kamen die mit dem neuen Motor neu? Ja, genau. Die sind im Motor immer schon. Aber drin. Die sind halt auch schon 350.000 ja, alt und deswegen dachte ich wenigstens mal auslesen, ob man da irgendwo schon was sieht. Aber passt alles. Aber für mich als Busfahrer auch ein ungewohntes Gefühl, hinten zu sitzen. Weil gefühlt muss ich immer den Fahrer machen. Auch mal ganz schön so.
Ich finde ja, dass man jeder Normalo würde ja natürlich sagen, im Multivan sitzt man besser. Mhm. Ich, meine persönliche Meinung ist wirklich, Karavelle plus Stoffsitze sitzt man in Summe am bequemsten. Und? Alleine, weil du viel, viel mehr Platz auch hinten hast. Also gerade die letzte Reihe kann seine Füße unter die mittlere Reihe packen. Und solche Spielchen halt. Ne? Und das Coole ist mit den zwei Schiebetüren. Ne? Ich wollte es auch nie wahrhaben, aber mit zwei Schiebetüren ist so ein Bus echt viel, viel praktischer. Nee, die Schiebetür ist einfach auf der falschen Seite original. Das ist einfach so. Das ist zwar mit Absicht so, dass man jetzt von der Straße weg hin Leute einladen kann, aber als Fahrer brauche ich halt nur mal im Alltäglichen die Schiebetür auf der linken Seite, Punkt. Ja. Aber es gibt doch erstaunlich wenige, die tatsächlich zwei Schiebetüren bestellt haben. Ne? Also das ist irgendwo immer wieder noch ein Exot. Ne? Ja, weil manche wollen natürlich drin diesen Tisch haben zum Ausklappen, den der Multivan gerne hat. Der geht ja nur ohne Schiebetür und ich finde Tür beste. Was hier nur fehlt, ist tatsächlich ein Fenster in der Schiebetür. Du kannst hier während der Fahrt nicht die Scheiben aufmachen. Das könnten wir ja bei Gelegenheit mal nachrüsten. Mit Flex, ne? Ja. Frank, guck mal, wie der Lenkrad hier anwächst, ne? Wollt ihr ja nichts mehr zu sagen hier, oder? Ja, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, würde ich mal behaupten. Gefühlt zieht immer noch ein bisschen nach rechts, das kann jetzt aber gerade die Straße sein hier. Aber guck mal, wenn ich so... minimal vielleicht nach links, ein Türmchen. So, pass auf, vorher war es so, wenn ich jetzt so 2000 vierte Gang Gas gegeben habe, kein Rennwagen, ne? Okay, aber wir sind doch gerade mit vier Leuten wieder hier drin, ne? Ja, ja, klar, ist jetzt auch, die alle Mittag gegessen haben. Ja. Also ich muss leider ganz ehrlich sagen, unsere Kardanwellenreparatur war keine Eins. Na gut, müsstest du da auch merken. Also es ist viel, viel, viel weniger. Ja. Aber das, was jetzt noch über ist, ist nicht das Mittellager, sondern wir haben beim Zusammenbau festgestellt, dass sowohl vorne als auch hinten einfach das komplette Gelenk schon gar nicht mehr so richtig kippelbar ist, sondern schon so dieser Flansch, ne? Ein bisschen zu steif ist, ne? Ja. Deswegen, da wird über kurz, über lang dann doch eine neue Kardanwelle fällig sein, ne? Oder es gibt vielleicht das Gelenk auch noch einzeln, ne? Das hätten wir natürlich auch noch mal gucken können, ob es das Gelenk einzeln gibt. Ja, nee, ich würde sagen, Auto läuft wieder. Vielen, vielen Dank, Frank. Hat Spaß gemacht. Alles richtig gemacht. Ich würde sagen, auf die nächsten 500, ne? Auf die nächsten 500. Und bei einer Mio schmeißen wir es ins Bad, ne? Das haben wir ja gesagt. Dann gibt es Entlacken. Bei einer Million zerlegen wir das Ding in Einzelteile und bauen neu auf. Wäre geil, ne? So ein VW-Bild mit einer Million. Ja. Aber vorher müssen wir noch einmal durch die Wüste. Ja. Stimmt. Ich würde sagen, tschüss, danke fürs Zuschauen. Wir wollten euch einfach mal eine kleine Busreparatur zeigen. Jetzt wisst ihr, dass wir wieder gewappnet sind für die nächsten 400.000 Kilometer. Tschüss, danke fürs Zuschauen, vielen Dank. Hast du gut gemacht, hat Spaß gemacht. Danke, ciao.